Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch meine Videos anschaut. Ich habe einfach gerade einen Moment, den ich mit euch teilen möchte. Was ist passiert? Ein ziemlich wichtiger Mensch in meinem Leben hatte heute Morgen einen kleinen Unfall, ist gestürzt und ich bin natürlich gleich hoch, als ich das gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe, habe mich drum gekümmert, hab Frühstück besorgt und so weiter, was man dann halt so macht, um die Leute ein bisschen abzulenken, um für sie da zu sein. Ich habe heute wieder einen dieser positiven Tage, positiven Schübe und möchte das einfach auch irgendwo nach außen bringen, damit halt ihr wisst, es gibt positive Tage und auch andere das lernen, dass bei depressiven Menschen nicht nur immer alles schlecht ist, sondern die auch ein Leben haben. Ich habe viele verschiedene Themen, die dafür gesorgt haben, dass ich irgendwann in diesen depressiven Zustand gefallen bin. Das hat sich entwickelt wie so ein Fass, was sich gefüllt hat halt. Immer wieder Probleme im Leben. Ich habe darüber schon erzählt. Wegen meinem Sohn, wegen Geld, wegen Freunden, wegen Liebe. Großes Thema. Mittlerweile ist es so, dass ich immer noch Geldsorgen habe, dass ich immer noch irgendwelche Baustellen habe, wo irgendwelche Leute immer Ärger, ihr kennt das selber, vielleicht jetzt gerade aktuell bei mir auch wieder so Stress mit dem Arbeitsamt, weil es ist einfach auch so, wenn ihr so lange krankgeschrieben seid, weil ihr einfach nicht arbeiten könnt, weil ihr depressiv seid, weil ihr Probleme habt und dann mit der Krankenkasse euch auseinandersetzen müsst oder mit dem Arbeitsamt, das ist was anderes als sonst und dann macht wieder der eine einen Fehler oder da läuft was schief und das sind diese Standardsachen, die so schon schlimm sind, aber für jemanden, der nicht so belastungsfähig ist, ist es halt weitaus noch schlimmer. Aber das dahingestellt, weil ich weiß, ich habe momentan dieses positive Gefühl in mir, dass ich weiß, okay, das wird. Ich werde kämpfen, ich werde mir von niemandem was gefallen lassen. Dein Ernst jetzt? Also, ich werde mir von niemandem was gefallen lassen, das ist wichtig. Wenn man weiß, man ist im Recht, wenn man weiß, ob depressiv oder nicht, dass man nichts falsch gemacht hat, sollte man auch dabei bleiben, weil man wird viel zu schnell in diese Schublade gesteckt, von wegen, ja, der ist doch nicht ganz dicht oder was weiß ich. Es wird viel zu sehr gleich als Ausrede genutzt, damit man auf den Leuten rumhacken kann, damit man irgendwo irgendwas behaupten kann. Ich habe dieses Gefühl gerade wieder in mir. Und um das einfach zu erklären oder in meinen Worten, ich denke mal, es ist so, wie ich gesagt habe, dass sich das Negative in mir aufgestaut hat, wie so ein Fass, was nachher überlief. Habe ich genauso gleich daneben auch ein Fass stehen für Positives, was sich langsam auffüllt, was leerer geworden ist über die Jahre. Und da entwickelt sich dieses Gefühl peu à peu und irgendwann ist auch wieder der Punkt da, wo auch dieses Fass gefüllt ist und wo ich Kraft habe, um dem Ganzen zu entrinnen. Dieses Fass ist natürlich deutlich größer. Die Größe dieser Fässer nimmt immer ab, je nach Befinden und ich denke mal, über die Jahre ist das Fass mit den negativen Sachen sehr klein geworden, dass halt dann der Punkt schnell erreicht ist, wo es überläuft und der Punkt mit dem oder das Fass mit den positiven Sachen ist halt sehr groß geworden, wo vieles, wo man durch die Skepsis, die alleine, die man selber hat und durch die negativen Sachen, die man erlebt hat, dass es schwer sich füllt und nachher überfüllt. Aber heute geht es mir so weit, dass ich sage, okay, diese Bürokratie hier in Deutschland, dieser ganze Mist, der einen so schon fertig macht, das werde ich schaffen.
trotz meinen Depressionen, trotz meinem Zustand momentan. Und mein Sohn, der mir über alles fehlt, den ich viel zu selten sehe und wo ich mir immer vorgeworfen habe, wie er eventuell aufwächst oder wie viel ich verpasse, er liebt mich. Er liebt mich über alles und er ist stolz auf mich und das zeigt er mir jedes Mal, wenn er hier ist. Und das ist einfach ein Beweis dafür. Kleine Kinder sind ehrlich und intelligent. Er liebt mich über alles und das nicht, weil ich depressiv bin. Ihm ist das auch scheißegal, ob ich jetzt 2 Jahre mittlerweile zu Hause sitze, dass ich die meisten meiner sogenannten Freunde verloren habe, dass ich kaum noch einer um mein Wohl kümmert und dass ich mir dadurch und so schon jedes Mal einrede, was für ein schlechter Mensch ich bin. Nein, er liebt mich und er ist stolz auf mich. Weil er weiß, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich ein gutes Herz habe und dass ich auch Fehler mache. Jeder macht Fehler. Wenn wir nicht Fehler machen würden, würden wir nicht lernen. Keiner kommt wie aus dem Ei gepellt auf die Welt und weiß alles und macht alles richtig. Ich kriege mittlerweile, da er in ziemlich frühen Jahren ein Notfallhandy bekommen hat, ja ab und zu mal Voicemails und Nachrichten mit Smileys, finde er total toll. Finde das lustig, mir Nachrichten zu schicken, wie, ja, er tippt halt einfach die ganzen Smileys und er findet das schön und das weiß ich und dadurch tut er mir gut, das ist schön. Das letzte große Thema ist das, woran ich hängen bleibe. Ich habe in einigen Videos immer wieder schon erzählt, dass ich damals jemanden in meinem Leben hatte, der zu dem Zeitpunkt, so wie dieserjenige Mensch damals war, sehr viel für mich getan hat, mich unterstützt hat, mich verstanden hat und auch auf das ganze Gequatsche von irgendwelchen Leuten nichts gegeben hat. Für meinen Sohn da war, vorbildlich und mir vieles abgenommen hat. Und egal, ob ich vielleicht damals schon depressive Züge hatte, es war ein besonderer Mensch in meinem Leben. Als mir bewusst wurde, dass ich den verloren habe, ging bei mir einiges kaputt. Heute habe ich aber wieder einen positiven Moment. Und das bedeutet, ich muss mir vor Augen halten, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt. Das heißt nicht, er ist gestorben oder so, sondern ich habe nicht viele Leute in meinem Leben, die mit mir über sowas reden, weswegen ich auch diese Videos mache. Aber regelmäßig kriege ich zu hören, dass wenn es der richtige Mensch in meinem Leben gewesen wäre, wenn dieser Mensch wirklich so toll, so abartig perfekt wäre, wie ich es mir immer vorstelle und wie ich es mir immer einrede, dann wäre ich nicht in dieser Situation. Dann hätte dieser Mensch, obwohl er verletzt wäre, nach Jahren es mal hingekriegt, das Ganze aus der Welt zu schaffen, vernünftig zu reden, nicht diese Kindergartenkacke mit Blockieren, Ignorieren, sonst irgendwo was, sondern man hätte das aus der Welt geschafft und wäre getrennte Wege gegangen. Oder man hätte von vornherein viel besser alles geregelt und wäre vielleicht noch beieinander. Aber dieser Mensch, so wie ich ihn mir in meinem Kopf zusammenreime, und mehr wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Nur eine vage Wahnvorstellung, ein Traum, ein Wunsch, mehr ist es nicht. Diesen Mensch gibt es nicht mehr. Das muss ich in meinen Kopf kriegen und glaub mir, das will ich in meinen Kopf kriegen. Denn ich habe eine Person, die durchaus viel für mich getan hat, mittlerweile jahrelang hinterher gejammert, jahrelang hinterher getrauert, jahrelang hinterher geheult. Hab mich selber kaputt gemacht, hab meine Zeit verschwendet, hab mir selber gesagt, was für ein schlechter Mensch ich bin, was ich demjenigen angetan habe. Ja, das stimmt. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe Fehler gemacht, ich habe jemandem wehgetan, ich habe falsche Entscheidungen getroffen und ich habe falsche Menschen an mich rangelassen und ihnen geglaubt. Aber das macht mich nicht zu einem abgrundtief schlechten Menschen.
Ich werde mich sicherlich, was das Thema angeht, wiederholen und es muss nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich darüber rede, weil es ist einfach so, dass bei depressiven Menschen, zumindest ist so meine Auffassung, dieses Fass so ein bisschen schwirrt, dass die Kraft steigt und steigt, peu à peu, bei jedem in einem anderen Tempo und da muss man sich nicht unter Druck setzen oder unter Druck setzen lassen. Aber es schwappt so ein bisschen und es ist einfach so, dass auch mich wieder ein negativer Schub erwischen kann. Aber heute nicht. Heute nicht. Garantiert nicht. Und ich werde das versuchen zu nutzen. Mir selber in den Kopf einzuprägen, dass ich genug Zeit verschwendet habe, genug Zeit aufgebracht habe und dieser Mensch es nicht zu schätzen weiß oder wusste, beziehungsweise das Einzige, was diesen Menschen beschäftigt, ist sein eigenes Leben, was durchaus nicht komplett falsch ist, aber bewusst mein Leben auf eine Art zu belasten, zu zerstören. Vielleicht, weil es dann so eine Art Wiedergutmachung, Rache, so ein bisschen, keine Ahnung. Das zeigt aber auch nur, dass dieser Mensch nicht perfekt ist und Fehler macht. Ich muss in den Kopf kriegen, dass das so ist. Wäre es das, was zu mir gehört, wäre es das, was irgendwo richtig ist, dann wäre ich nicht jetzt in dieser Situation. Und ich bin kein schlechter Mensch. Das müssen andere, müsst ihr draußen auch verstehen. Ihr seid auch keine schlechten Menschen. Jeder Mensch, egal wie anstrengend, blöd oder nervig er ist, jeder kommt irgendwann an den Punkt in seinem Leben, wo er merkt, was wirklich zählt und wo er merkt, was für ein Mensch er war. Und jeder Mensch ist was Besonderes. Ja, manche sind besonders anstrengend, manche sind besonders angenehm, aber es ist egal, jeder Mensch ist besonders. Und jeder hat irgendwo sein Talent und jeder macht Fehler. Das solltet ihr verstehen. Lasst euch nicht immer einreden, dass es irgendwo immer nur an euch liegt und dass es irgendwo, dass ihr schlechte Menschen seid. Diesen Moment wollte ich einfach mit euch teilen. Dass heute wieder ein Tag ist, wo mein Selbstbewusstsein da ist. Es hat Freigang. Und den möchte ich einfach mit euch teilen. Dass ihr seht, okay, es gibt gute Tage, es gibt sicherlich auch schlechte Tage. Und depressive Menschen sind nicht blöd. Sie wissen vieles. Sie wissen teilweise mehr als andere, weil sie sehr gut beobachten und sehr viel lernen und akzeptieren. Nur ist das Emotionale halt das Schwierige. Und heute werde ich diesen Tag nutzen, um Positives zu machen, um mich selber auch daran zu erinnern und mir selber zu zeigen, hey, ich bin nicht ganz so eingerostet, nicht ganz so eingefroren. In mir drin ist Leben und das wird auch wieder rauskommen. Und da freue ich mich drauf und da könnt ihr euch auch drauf freuen, dass wenn das bei euch soweit ist, dass ihr das Leben wieder genießen könnt. Wenn ihr euren Weg gefunden habt, wenn ihr den Weg gefunden habt, wo ihr nicht von der Gesellschaft oder von falschen Leuten unter Druck gesetzt werdet, wenn ihr das richtige Umfeld bei euch gefunden habt, das ist auch sehr wichtig, dass ihr nicht im falschen Umfeld seid, die euch immer wieder sagen, ihr braucht Hilfe, geht ins Krankenhaus. Sicherlich, das soll jetzt nicht heißen, dass manche nicht ins Krankenhaus gehen sollen, aber es ist einfach so, dass viel zu oft dieses Klischee einfach, ja, der ist depressiv, ab in die Zwangsweste, ne? Die Hab-dich-lieb-Jacke und ab in die Kammer. Macht es euch nicht mehr so einfach und versucht die Leute zu verstehen. Es ist auch für depressive Menschen nicht so einfach. Aber wir leben. Also, in diesem Sinne, heute ist ein guter Tag. Ich nutze den Tag, um ihn für mich positiv zu gestalten, dass ich auch in den folgenden Tagen sehe, okay,
da passiert was, ich bin am Leben, es geht voran. Und wenn ihr so einen Tag habt, versucht das auch. Lasst euch nicht hängen, lasst euch nichts irgendwo einreden, geht euren Weg in dem Tempo, wie ihr es braucht und lasst euch nicht so unter Druck setzen. Ich wünsche euch nur das Beste und wir hören wieder. Ciao.